Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Immer noch ein ganz klein bisschen heiser und ein bisschen einen rauen Hals habe ich und mir noch öfters. Aber es geht schon bergauf. Was mir auf jeden Fall auch schon sehr gut tut, ist, dass ich endlich wieder mit meinem kleinen Leo schmusen kann, weil das war sowas, was ich extremst vermisst habe. Ja, und so geht es mir jetzt auch schon langsam wieder ein bisschen bergauf. Tja, so. Heute ist Mittwoch und heute dachte ich, ich werde euch mal so ein bisschen bezüglich meines Projekts, das mich letztes Mal so zum Verzweifeln gebracht hat, updaten, euch so ein bisschen neue Infos geben, mal schauen. Also, gut. Heute mal ausnahmsweise sogar mit ein bisschen Schnitt, damit ich euch so ein, zwei Fotos dazu einfügen kann. Also, entschuldigt. Oder, naja, ich werde euch dann zeigen, wie es jetzt aussieht. Wie es früher aussieht, könnt ihr euch in meinem mein kleines Wunderland-Video anschauen. Das ist irgendwo auf meinem Kanal. Also irgendwo gibt es das. Da habe ich euch mein Zimmer gezeigt und ja, Fotos zeigen dann, wie es dann jetzt aussieht. Vielleicht finde ich das Video auch selbst schon, weil ich es euch in die kleine, so ein kleines i, das da oben auftaucht, reinpacken. Das ist die Info-Ding. Ja, gut. Wie ist mein Update? Also ich habe jetzt umgebaut, weil ich ja jetzt einen neuen Mac bestellt habe und ich gehofft habe, dass ich dann, dass mein Alter noch so lange durchhält. Hat er. Er hält immer noch durch, also er ist noch aktiv und ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall bei mir den Tisch hingestellt und Leo etwas verschoben und ja. Und wie das aussieht, seht ihr jetzt wahrscheinlich in diesem Eck. Entschuldigt, falls ich mich hier wieder mal ein bisschen komisch bewege, aber hinter mir läuft ein kleines schwarzes Karnickel. Ja, dann habe ich auf jeden Fall, wir haben ab umgestellt und das war irgendwie so richtig krass. Also für mich, als ich euch das Video gedreht habe, da war es noch so, Und dann irgendwann später bin ich da gesessen und habe zu meiner Mutter gesagt, so, Mama, ich krieg voll die Platzangst. Mein Zimmer ist jetzt voll winzig, ich krieg gar keine Luft mehr. Ich habe keinen Platz mehr im Zimmer. Ich bin also wirklich kurzzeitig klaustrophobisch geworden wegen den ganzen Veränderungen im Zimmer. Hey Mom, ich drehe gerade ein Video, wie du siehst. Geh einfach durch. Und Leo, lässt deine Oma in Ruhe. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann... Ja, weil ich jetzt gerade Zeit hatte. Entschuldigt. Hey Leo. Entschuldigt, Sekunde. Wir machen kurz Pause. Ja, auf jeden Fall, wo ich hoffentlich stehen geblieben bin. Ich bin dann in meinem Zimmer etwas klaustrophobisch geworden und habe Angst bekommen, dass der Platz mir ausgeht. Und ja. Dann irgendwann ist etwas besser geworden und ich muss sagen, inzwischen finde ich den Tisch, der da steht, so richtig schick. Also ich freue mich. Es gibt jetzt nur noch so zwei Sachen, wo ich ein bisschen rumräumen muss. Unterm Tisch stehen noch so zwei Kisten und das sieht echt nicht schön aus, ne Mann? Mhm. Ja, ist nicht so toll. Ja. Und dann auf jeden Fall am Mittwoch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall irgendwann um Mittwoch, Donnerstag rum ist dann der neue Mac angekommen und am Donnerstag habe ich den auf jeden Fall dann aufgebaut. Dann ist er Mittwoch angekommen, ja. Da wusste ich es nur noch nicht, als ich das Video gedreht habe, habe ich das noch nicht geahnt, aber ja gut. Aber also dann da war, bin ich auch mal einen Tag um ihn rumgelaufen, so Klumppudding rummäßig. Und dann am Donnerstag habe ich ihn dann aufgebaut und angefangen einzurichten. Und ja, damit ihr wieder aktuell seid, weil das hier ist ein Update-Video. Ja, Pustekuchen, ich habe einen Fehler in meinem Mac. Houston, wir haben ein Problem. Ich habe den angemacht und er erkennt keine SD-Karten. Er gibt keinen Ton von sich und ich meine wirklich keinen Ton, also egal ob es jetzt Hintergrundsound ist oder Video oder irgendwelche Töne, nix, der ist total stumm. Also man hört null.
Was irgendwie für mich nicht gerade suppi ist, weil, naja, ich gucke eigentlich schon ganz gern Videos mit Ton an. Ja. Oh Mann, das ist so blöd. Ja, und dann habe ich am Donnerstagabend meine Mutter gerufen und so gesagt, hey Mama, komm mal her, ich habe da was Tolles, was ich dir zeigen will. Dann habe ich ein Video angemacht und habe gesagt, jetzt hör mal ganz genau hin. Und meine Mutter ist erst nicht drauf gekommen, was ich gemeint. Und dann habe ich gesagt, das Gerät hat keinen Ton. Ja, dann haben wir am Freitag, haben wir dann einen Techniker angerufen, der dann gesagt hat, es könnte am Treiber liegen oder irgend sowas. Und dann haben meine Mom und ich am Freitag in der Nacht uns, sagen wir mal, mit Nachdruck unterhalten, haltend versucht, das mal rauszufinden. Haben dann aber entdeckt, dass der Treiber da ist und dass der einfach noch nicht funktioniert. Ja, und dann am Samstag, ja bravo, jetzt langsam wird es echt, hui. Am Samstag war es dann so, dass wir, dass ich gesagt habe, ich kann so nicht leben ohne Videos, ohne alles. Dann sind wir zum Mediamarkt und haben, natürlich, dass ich das so genau erzähle, haben schnell ein Tablet geholt, damit ich dann Videos gucken kann und so ein bisschen, und so weiter. Ja, und dann am Sonntag war ich unterwegs und dann direkt am Montag habe ich entdeckt, dass bei dem Tablet die An- und Ausschaltetaste klemmt. Läuft bei mir. Ja, auf jeden Fall am Dienstag sind wir dann los und haben das Tablet reklamiert. Und ja, am Mittwoch, also heute, ist jetzt Ruhetag und morgen sollte dann der Typ wegen dem Computersound kommen. Und ja, drückt mir mal die Daumen, dass ich dann endlich wieder ein bisschen mehr höre als das die Stille des Zimmers und das Keuchen des Hasen. Stimmt's, kleiner Mann? Die sagt, ja, dann hören wir auch wieder zusammen uns schöne Hörbücher an von 1001 Nacht, damit du da besser schlafen kannst. Ja, und das war's eigentlich schon so im Großen und Ganzen, was so die letzte Zeit bei mir passiert ist. Ich bin total gerädert und meine Mutter, glaube ich, nicht viel weniger. Wir sehen beide nicht gerade knusper aus. Aber naja, was kann ich noch erzählen, damit noch was Positives? Ich will nicht nur mit Negativen enden, das ist so ein Tick von mir. Was Positives, ich habe entdeckt, dass ich, wie heißen die Äpfel? Die fangen mit B an. Braeburn-Äpfel ganz gut finden. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich dieses Jahr mal versuche, mehr Äpfel zu essen, um zu gucken, ob tatsächlich stimmt, dass ein Apfel die Gesundheit verbessert. Und davon profitiere nicht nur ich, sondern auch der kleine Mann hier, der total verschmust ist. Ja, der nimmt dann auch immer einen kleinen Schnitz ab. Da freut er sich dann riesig drüber. Ja, ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche wieder ein kleineres Update dazu geben, damit ihr wieder wisst, wo wir Stand der Dinge sind und wie es gerade aussieht. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder am Freitag. Entschuldigt. Ich war jetzt gerade echt nicht sicher. Jetzt habe ich gerade echt überlegen müssen, an welchem Tag sehen wir uns wieder. Naja. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis dahin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch eine Idee habt, was es mit dem Sound sein kann. Vielleicht fällt euch ja was ein. Ich meine, gut, wir haben alles probiert. Und ich möchte jetzt nicht hören, macht den Ton an. Das haben wir schon probiert. So klug waren wir. So kluger waren wir. Das war das Erste, was wir versucht haben. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.ritual@outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich versuche mich davon jetzt nicht unterkriegen zu lassen. Drückt mir die Daumen. Bis bald. Ciao.